Freunde, guten Morgen und herzlich willkommen hier auf Teasy 2. Der eine oder andere hat es ja wahrscheinlich mitbekommen, wir treten die Reise nach Mallorca. Und zwar vom Timau, der Schwager ist es, oder Paltschwager, ja. Ne? Heiratet, Junggesellenabschied. Und die andere FCK-Truppe steht hier auch schon bereit. Ne? Da sind sie, die gute Boys. Eine ultimative Finger. Ja, ultimative Finger. Es ist jetzt, wie viel haben wir da eigentlich? 45. Punkt 6 Uhr. Gutes Timing auch. Ne? 5.56 Uhr. Wir sind jetzt hier in Frankfurt am Flughafen. Wir fliegen mit Condor Business Class. Wir können es immer noch nicht so ganz glauben auf den kurzen Flug. Wisst ihr, wo ihr die besten Tipps kriegt? Ganz ehrlich, mallorca.blog bei Instagram. Da bekommt ihr die besten Tipps und da haben wir einen Schnapper gemacht für die Business Class. Unbezahlte Werbung. Genau. Die gehört beim Cousin. Weil wir reisen nämlich schon einen Tag früher an. Die andere Truppe kommt dann morgen erst. Und ich sag's euch, wie es ist. Es sind professionelle Trinker. Die machen das professionell. Ne? Also es könnte ekelhaft werden. Ich würde sagen, wir machen mal alles. Ihr wisst ja, ich fliege absolut gern. Ne? Absolut. Und ich würde sagen, die Maus kommen auch jeden Tag ein paar schöne Videos hier auf Teasy 2, oder? Die Titel stehen schon mal. Die Titel stehen schon. Heute ist Anreise, Finger und Einkauf. Goodbye Deutschland, wollte man das nennen. Ja. Was steht dann morgen an? Wie ist morgen? Vor allem, guck mal, nicht aus, dass ihr denkt, alle haben so kleine Koffer, ne? Ich habe so ein Riesenteil. Das hast du alles mitgenommen. Hier drin. Wir haben für alle die neue TNO-Badehose ist hier drin. Einmal komplett, ich glaube 14, 15 Stück. Mhm. Ich denke, da gibt es schon Probleme. Das erste Mal am Zoll. Shisha ist hier am Start. Fußball ist hier drin. Ich sag dich, filzen sie. Ich sag, ich könnte meinem Cousin oder irgendwem. Ich sag dich, filzen sie, ganz ehrlich. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, was bist denn du für eine Diva? Und mich lasst du gestern noch außen da, wahrscheinlich Shisha. Das sind 5 Paar Boxershorts, T-Shirt, Pulli, feines Hemd, feine Hose, feine Zwirn. Viel Kondome. Aber XS, oder? Ja, ich hab da was gemacht. Was sagt Reiseführer? XXL-Rolltreppe. XXL-Rolltreppe hoch. Wir sind alle hier noch ein bisschen am Überlegen. Timau, meinst du, Aufpreis 120 Euro, wir haben alles inklusive? Das ist zu krass. Ich sage immer noch, dass es Verarsche ist. Ne? Wir haben angeblich Business Class gebucht. Also nicht nur so die erste Reihe, wo die Sitze so sondern Business, ne? Sondern wirklich richtig Business, so, wo man sich hinlegen kann, wo es ein Schnitzel und einen Sekt gibt, alle gemütlich um 8 Uhr. Schnitzel und Sekt. Also ich bin gespannt. Also ich glaube da nicht dran. Ich glaube da auch noch nicht dran, aber wir sehen es ja gleich. Auf geht's. Jungs, nicht ohne Scheiß, ich habe schon einen Tennisarm, ne? Weil es nur heißt, Simon film mal hier, Simon film mal da, Simon film mal dort. Soll ich was sagen? Ich glaube wirklich, es wird ein sehr, sehr schöner Vlog. Es wird ein sehr, sehr sag ich auch. Ich wurde wahrscheinlich nur mitgenommen als Kameramann. Ist korrekt. Dass ich denen Jungs ihr ganzes exzessives Feierleben mal festhalte da. So, Freunde hier oben, wo steht unser Flug, Mr. Reiseleiter? DE1510. DE15. Palma de Mallorca. Der treibt bei Peitsch mich so nach vorne. Was ist denn los? Gibt's hier Probleme mit Timau bei dir? Verhaftet. Verhaftet? Achtung, schmeiß das Ding da drauf. Was schätzt du seit 25 Kilo? 21,5. War ich gar nicht so schlecht, oder? Ging zumindest. So, wir haben alle Karten, Freunde. Jetzt geht's zur Lounge. Zur Business Lounge und was Gutes futtern. Ja, ich muss jetzt mal runterkommen. Der ganze Stress heute Morgen, Digga, ist zu viel. Erstmal Pfeifchen. Ich brauche jetzt erstmal Pfeifchen und ein Bier. In der Business Lounge haben sie einer stehen. Herr Pfeifel. Bei mir war alles grün. Timo musste natürlich wieder, ne, in die Kontrolle rein. Die wollten halt wirklich wissen, ob er wirklich so winzlig ist. Ne? Es war wieder klar, Timo, oder? Ja, einfach eine Sippe gegangen. Irgendwie findet man hier nirgendwo eine Business Lounge. Ne? Uns wurde hier. Ich glaube immer noch, wir wurden gehopst. Einiges versprochen. Ich sehe uns leider rein, in der Business Lounge. Das sind auch ganz gute Businesspreise. Laugenbrezeln, Butter 3,25. Timau, was gibt es hier sonst noch so in der Business Lounge? Erklär uns mal ein bisschen was, wie es hier aussieht. Ein XL Kaffee für 28,40. Ein Obstsalat für 14,50 €. Ich würd das Rotweinchen dahin nehmen, wenn es geht. Ja, ich hol uns das. Holst du unser Rotweinchen? Nimm mal Cappuccino normale. Cappuccino? Bro, was ist das für eine Frage? Bin ich gespannt, was das Ganze hier gibt. Ich sag's euch, wie es ist. Da hat dieser Mann da vorne, der muss so dringend auf die Toilette. Der muss so dringend aufs Klo. Guck dir das an, der hat so einen Druck drauf. Der hat so viel Atü auf dem Kessel, dass er gleich platzt. Wir warten hier, bis wir reinkommen. Also anscheinend mit unseren Businessplätze, das stimmt. Ne? Korrekt, weil die setzen da irgendwie so einen Langstreckeflieger ein und weil sie so ein geiles Angebot hatten, noch viel Platz, buchen die Leute da vorne gerade auch alle Business Class nach für 169. Ne? Mit Sektfrühstück. Und hier vorne stimmt irgendwas nicht. Es geht rein, ne? Urpfad, aber jetzt erstmal noch in den Bus, Mann. Erstmal in den Busset und dann Richtung Business Class. Fühlst du dich bereit? Wir waren in den Toilettegang. Die wissen, ne, dass ich schon mega paar Auftritt habe. Ne? Auftritt? Was ist, wie heißt dein Song? Laila. Sing mal ein bisschen. Gibt's schon nicht. Okay. Laila heißt er dann aber, wenn, oder? Deiner. Deiner.
Steiler. Beiler. Beiler? Nach ellenlanger Fahrt im Bus. Wir haben einmal Sightseeing gemacht durch Frankfurt noch. Wir stehen vorm Flieger. Jetzt beginnt bei mir die Nervosität. Geht los jetzt? Jetzt fühle ich mich etwas so aber geil. Das ist ein großes Ding, ne? Sehr, sehr groß. Aber wir haben schon Captain Clappinger vorne gesehen. Ich sag aktuell, ich glaube, Kapitän ist vom 14. Spiel rutschen gegangen. Scheiße. Der ist vom 14. Ist Salz, und weißt du warum? Hä? Mbappé, Todi hat ihn gehopst. Todi Tots. Naja, Freunde, wir steigen ein. Ich würde sagen, wir sehen uns dann drin nochmal. So, Jungs und Mädels, wir sind an Bord. Simon hat sich ein schönes Fensterblatt abgegriffen. Der ist wichtig, Fensterblatt ist wichtig. Platz haben wir auf jeden Fall auch genug. Ich hoffe, dass ich hier drauf den Höhenmesser sehe. Ansonsten muss ich mir die Kompass abpassen. Ah, das ist bestimmt entspannt. Aber ich muss sagen, das ist jetzt gut, ne? Ja. Wo kann ich mich da zurückfahren? Wo habe ich mein Board Entertainment System? Hier läuft wieder ein schönes Filmchen bestimmt noch. Ja, belastend, ne? Was hast du Kopfhörer dabei zum Einstecken? Kannst du hier bestimmt holen. Wo kann ich mich zurückfahren? Das geht bestimmt später irgendwie. Ah, guck mal hier. Ah, okay. Bleib mal drauf. Bin ich ja. Ruck nur. Und das ist kaputt. Es geht nichts mehr. Ah, nee, ich bin schon ganz hinne, ne? Kriegt direkt einen Sekt hier, ne? Das ist ja. Sponsored by Condor. Sehr schön. Sehr schön, ne? Ich teste ihn an. Ja, teste ihn an. Nimm mal ein Stückchen mit Fingerabspeize, bitte. Alles fotografiert, oder? Es ist doch kein Shot, es ist Sekt. Also ein Austausch ist echt immer wichtig, dass man weiß, dass andere Kinder auch so. Gut, wer sagst du so? Wie ist der Aggregatzustand im Mund? Sehr prickelig. Wird er direkt klar oder ist er kantig? Super, schmeckt wirklich super. Freunde, da lässt sich nicht gewinnen. Wie stark ist das? Da wird jetzt noch ein Säckchen bestellt, ein bisschen Picheln und dann wird Haya gemacht. Und da vorne, was läuft denn da für ein Film? Ich weiß gar nicht. Da dürfen Sie ruhig nochmal hinsetzen. Ja, mach ich. Das mach ich natürlich. Alles klar, stehen nochmal auf die Mauer, was die Anweisung direkt hoch. Ja, ich fahre nochmal hoch. Ich wollte nur testen. Stößchen! Tschüss. Warte mal, das Stößchen, ne? Ja, sehr gute. Das sind sehr gute. Ich finde, aber so kann man auch einen Urlaub irgendwie anfangen. Ja, ja, ja. Ohne Sekt fliege ich auch schon gar nicht mehr, ne? Falls es jemand interessiert. Abgehoben, alle. Guckt euch an. So, Jungs und Mädels, das geht jetzt los. Wir haben 30 Minuten Verspätung, ist aber kein Ding. Maske muss man noch tragen, geht aber auch klar. Simon, ich bin ein bisschen angespannt, ich zeige euch mal. Aber ich glaube, es wird wirklich ein entspannter Flug hier. Ne? Dieses Business Upgrade war jetzt gar nicht so teuer im Verhältnis. Für 120 Euro konnte man sich hier einchecken. Ist ja auch irgendwie nur so ein Testflug. Also dieser Flieger fliegt nicht immer, leider nach Malle. Haben wir direkt ausgenutzt, eigentlich nur wegen Simon, ne, dass er hier so ein bisschen entspannter ist. Aber jetzt geht's gleich los. Und dann denke ich, werden wir noch ein paar Eindrücke vom Flug einsammeln. Frühstück gibt's noch. Ja, Frühstück kommt hin, 9 Uhr. Und ich hoffe, es gibt bald das erste Bier. So, Champagner, schön oder gut. Oder ein Bier wäre schon geil. Junge, es geht los. Er zieht direkt an. Der Mann ist leicht angespannt. Start ist unangenehm von so, ne? Schönes Rührei mit Würstchen, Bratkartoffeln und ein bisschen Speck. Ich habe mein Messer verloren. Ja. Und ein schönes Dessert gibt es hier noch. Ein Petit Dessert, ein kleines Dessert. Auch Petit? Für französische. Petit heißt klein. Oh, aber geil. Aber geil. Petit Dessert, ich würde sagen, hau rein, ne? Lasst es euch schmecken, Mammels. Ja, Reiseleiter, was gibt's denn hier ohne zu sehen? Ja, ich sehe da alles. Marseille ist es, ne? Hier seht ihr es auch. Wir sind gerade bei Marseille, Reiseleiter hatte recht. 41.000 Fuß hoch und wir fliegen 866 Kilometer. Und dieser Mann will gleich einkaufen. Ich kann dir heute Abend zeigen, wie meine Rakete startet, weißt du? Die will ich jetzt sehen, die rote Rakete. Was soll ich mal sagen? Die kann doch wieder landen. Es geht runter, wir sehen es hier, es fängt auch ein bisschen an zu wackeln. Meine Damen und Herren, bewegen Sie sich nun auf. Das sage ich auch schon, ne? Und die Mauer hockt auf dem Klo. Die Mauer, super angeschnallt, super Platz, die Mauer, wirklich klasse. Soll sich anschnallen, verdammt nochmal. Du hast durchgeschüttelt, ne? Digga, was ist da los jetzt gerade? Jetzt
Landeanflug. Ich glaube, gleich müsste Touchdown sein. Der Mann hat Simon, Probleme. Simon, gib einen Zeitab, wann sagst du? Der Mann hat Probleme. Guck mal auf deine Uhr, Flug haben wir eigentlich gut. Ich habe nicht eingeplant, dass wir haben mussten. Ja, aber das hättest du halt als Flugbegleiter machen müssen. Ja, woher soll ich das wissen? Okay, jetzt gehen wir gleich runter. Touchdown, Bro, Touchdown. Sitzt er schon? Hab Kontakt. Easy. One small step for man. Er sitzt, wir sind da, ist gelandet auf dem Boot. Perfekt, dann sehen wir uns gleich bei geilem Wetter. Könnte aber auf dem Mars sein, ich weiß es nicht. Entspannt da draußen. Moin Meister. Bremst. Liebe Formel 1, geht drauf. Sehr schön. Ich würde besser das Ding nicht fliegen. Wenn ich so fliege wie bei Formel 1, dann... Schwierig. So, Freunde, wir sind angekommen. Wir holen jetzt Timo seinen Rucksack noch ab, seine Tasche. Ne? Der Koffer der Allgemeinheit. Genau, Koffer der Allgemeinheit. Da ist nicht nur sein Zeug drin. Ich will es hier nochmal richtig stellen. Dann müssen wir an die Autovermietung, habe ich ganz verstanden, so, wenn wir abholen, müssen irgendwo was unterschreiben. Erstmal irgendwie an die Playa, dann kommt der Typ dorthin, sammelt uns ein, keine Ahnung. Ganz komische Knebelverträge, wenn dann abgeschlossen, Freunde. Ne? Und dann geht's ab in die Finca, ne? So sieht es aus. In die Finca der Steuersünder. Der Steuersünder, ja. Der Flug war echt stabil, muss ich Flug, sagen. Ja. Flug, muss man sagen, war wirklich locker. Der eine Kollege dort, der war ein bisschen unfreundlich, der hat ein bisschen, sage ich mal so, ja, ne, nach dem Aussehen gemustert, kurze Hose. Badeschlappen so auf die Art, ja, hier gab es irgendwo günstig eine Business Class, deswegen sitzt ihr da drin. Ne? Und Auge gelegt. Kam dann die ganze Zeit zu und sagt so, ja, bei euch ist ja klar, ihr wollt sowieso nur Bier trinken. Ne? So ein bisschen von oben herab. Und dabei wollten wir eigentlich nur einen Sekt. Und dabei wollten wir nur ganz genüsslich unseren Sekt schlürfen und einen ruhigen Flug haben. Aber muss sagen, die Frau war aber sehr freundlich. Allem war top. Jetzt Gepäck holen, dann geht's weiter. So, für dieser Vlog, der wird ja allein schon 45 Minuten lang. Na und? Noch einkaufen. Wir müssen noch eine Roomtour machen. Ja, das gibt ja eine extra. Wir müssen gucken, ob die Shisha ganz ist. Nee, Roomtour gibt gar nicht extra. Nein, wir können auch da rein. Ja. Es gibt einen schönen Jungs, da könnt ihr euch entspannt auf die Couch legen. Ja, genau. Und einfach mal genießen. Genau. Von einer spanischen Putzfrau so einen Korb gekriegt hat wie du. Ich habe einfach in meinem Leben noch nie gesehen. Immer wenn du auf dem Klo halt bist, sperren die danach das Klo. Was soll die Scheiße? noch nie in meinem Leben. Was soll die Kacke? Wo auch unsere Sachen drin sind, Timo. Bleib ruhig, eskalier jetzt nicht. Es sind nicht meine Sachen. Es sind nicht nur deine Sachen, es sind auch unsere Sachen da drin. Da ist er doch, das Ding. Zeig her den Pokal, zeig ihn her. Denkt ihr, ist doch ganz? Ist doch ganz? Ja, alles ganz, aber wollt. Warte, das ist wichtig, wenn man eine gewisse Beziehung hat zu einer Shisha, hört man das. Sie hat harte Sache gesehen. Okay. Man hat, sie sagt, im Luft... War es kalt? Kalt. Und es war auch einer dabei. Eigentlich sind sie ganz in Ordnung, die zwei, ne? Aber sie ist ganz. Sie ist ganz. Alles klar, dann let's go. Oh, guck mal. Oh. Hallo, what's up, my Lisa? Thank you. Nice. Ich hab gesagt, mein Englisch ist nicht so gut. Nicht so gut? Ah, Freunde, guckt's euch an. Wisst ihr, was jetzt das Wichtigste erstmal ist? Socks and pills. This man have many pills on his feet. And this is okay. I think so. This is okay, man. This is okay, man. This is okay, man. Alter, was ein geiles Wetter, Mann. Freunde, schöne Palmen. Das finde ich immer das Geilste so bei den Ländern. Die Palmen, das ist einfach krass. Wetter ist geil. Wo sind aber die anderen Kollegis? Die dompen, Andy, ne? Ach, guck mal da. Wissen das, Timo? Do you make taxi for me? Business? Can you order a taxi for me? Business? Vor allem die Leute denken nicht, wir wären schon voll, ne? Aber I'm a big influencer from Germany. I'm a business. A VIP. I need a taxi. Das ist arrogant, darf man die Französisch. Kann man das reinstellen oder zu arrogant schon? Ich hatte aber auch schon einen Sekt im Flieger, ne? Können wir von hier hinten die Kaugummis vorwerfen, Timo? Hat er Bier? Ja. Der hat Bier? Ja, für 2 Euro. Das ist halt. Lieber an. Das ist. Alles hier in der Luft. Wollt ihr Tizi zum Bier? Ajo, gib was her. Schwemmi, du Arends. Echter Mann. Getränk. Prost. Wir brauchen noch eins. Sauber, die Horkschnitt, Jungs. Bald, Männer. Oh, ist das kalt. Warte. Ich schön, ob du Männer. Achtung. Ist okay, Meister. Hallo, okay. Ist Musik okay? Wir haben Musik. Ist okay, komm, der Musik haben. Prost. Prost, jetzt geht's los, Männer. Jetzt geht's los. Prost. Neulich in der Stadt stand da ein Mann. Freunde. Zum Glück hat dieser Mann 8 Kilo Tabak geschmuggelt.
Also falls jetzt irgendjemand vom Zoll zuguckt, das war unter 1 Kilo. Ja, wir haben es angemeldet, alles Ding. Digga, die haben ja alles, ich sag, aber beste wir Preise. Gekriegt, wir hätten alles gekriegt. Ja, es war doch irgendwo klar. Es war doch irgendwo klar. Guck dir das mal an, was die alles haben im Sortiment. Alfacher sogar. Bruder, Alfacher. Sogar Alfacher haben die im Sortiment. Die haben sogar, hier guck mal, Süßigkeiten da vorne was drin. Was kostet aber bei denen die Tabakdose? Ich glaube 12 Euro oder sowas. Das wäre extrem günstig. 12 Euro, ja, hier steht's drauf. 12 Euro. 12 Euro. Ich glaube, der schmuggelt mal wieder rückwärts, ne? 12 Euro Banderole. Wo ist sie denn? Ne, 200 Gramm, da hat keine Preise drauf, wir müssen mal fragen, oder? Wir gehen mal rein, fragen den Mann, das oder? Klopft so, sag ich. Freunde, guckt euch mal an, wie schön hier dieser Strand ist. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, Freunde. Wunderschön, das Wetter ist geil. Ich glaube, das werden schöne paar Tage hier. Wir können heute leider keine Insta-Story machen, weil sonst der gute Mann alles rafft, wo es hingeht. Ja? Ja, heute leider noch keine Insta. Ne? Also genau, ja. Wir haben es sogar nicht aufgeklärt. Ne? Es gibt halt zwei Gruppen, die anreisen. Es gibt einmal hier. Team FCK. Team FCK. Und Team Waldhof kommt halt später. Deswegen ist alles noch eine Überraschung. Wir können jetzt auch bei Insta noch nichts. Deswegen konnten wir jetzt auch nicht so richtig im Stream drüber labern. Ich habe es ja schon mal ausgepackt, außersehen. Ne? Außersehen wurde schon mal ausgepackt. Aber alle Infos werden jetzt kommen. So, verfolgt einfach. Hier werden jetzt auf jeden Fall 4-5 Vlogs kommen. Guckt die alle, Freunde. Es werden sehr schöne Vlogs. Ich sag's euch, wie es ist. Das werden sehr schöne Vlogs werden. Kann ich euch versprechen? Das? Nee, das ist gar noch ein Bild. So eine Kugel und der Strand ist schön. Ey, ganz ehrlich, ich hock mich oben drauf, ich halte mich fest. Ey, gab's hier keine G-Klasse? Ja, geh rein. Wie viele Sitze hat er? Sieben Sitze, Digga. Sieben Sitze und ist eine Macht. Freunde, hier vorne wird ganz panisch eine Handbremse gesucht, ne? Aber ganz ist aber leicht nicht zu finden, die Handbremse? Ah, Björn, hier. So eine Handbremse ist aber auch nicht leicht, ne? Nee, die ist aber wirklich halt. Ist sie am Lenkrad? Ist bestimmt an den Schaltern, an den Hebel. Die ist sehr verwinkelt auch, die Handbremse, ne? Am Lenkrad nichts? Boah, da ist eine Cola drin, ist die kalt? Ah, das mach, ja, mein die. Humor. Ja und, wo ist sie? Ah, links neben dem Sitz hier. Alter, schon Fisch. Stopp, es kommt, Autos, kommt. Freunde, was ein Service. Man wird hier betankt. Im was willst du? Ich will mir nicht die Tür aufmachen. Ja, man wird hier betankt, Freunde. Nein. Das ist im Service der G-Klasse dabei, ne? Ich konnte nicht dazu schwören. Boah, wir feiern! Was ganz Feines, Chat! Wir haben jetzt kleine Truppen gemacht. Wir gehen was zu trinken besorgen. Ne? Wir sind für die Getränke zuständig. Wir sind Team Getränke. Hier ist Team Essen. Ne? Ja. Und ich brauche Mülleimer erstmal, Meister. Ist erstmal schwer, ne? Für ja, mein Finger ist weg. 12 Leute Getränke. Ich habe einen Plan. Hast du einen Plan? Ich habe einen Plan. Wie viel Bier würdest du aus dem Stegreif sagen für 12 Leute? 100 Für drei Bier. Tage? 100 Bier. 100 Bier geteilt durch 12. Das langt gar nicht. Doch, das reicht. Weil wir sind ja noch viel auswärts. Wir sind viel auswärts. Ja, aber wir sind auch viel daheim. Wir sind aber viel auswärts. Aber 100 nicht. Bier reichen. Nein. Achtung, ich hole kurz immer Zweitmeinung. Meister, Björn, immer lange 100 Bier. 100 Bier reichen. Für heute, ja. Für heute, ne? Für heute. Siehst du? Lang nicht. Die Dreierregel reicht immer. Ja, lernt die vermutlich immer morgen halb noch. Ja, lernt ne? Die Dreierregel. Timo, lernt die Dreierregel. Nein, dann kommst du weiter im Leben. Simon, Chat daheim, Dreierregel Digga, lernen. Du kannst jetzt für drei Tage, vier Tage Finger, 100 Bier für 12 Mann. Getränke kaufen ist wie Holzsammler. Wenn du denkst, du hast genug Getränke, brauchst du dreimal so viel. Wenn wir denken, es ist genug, machen wir nochmal dreimal so viel rein. Wenn es essen geht, haltet euch an mit. Fake, oder? Timo, ey, warum nehmen wir jetzt Fake mit oder was? Jetzt so tief gesunken. Ist jetzt Fake. Ist jetzt Fake? Ja, wir haben halt von der anderen haben wir nur normale Fanta, ne? Ja, nimm doch normale Coke brauchen wir auf jeden Fall. Wie machen wir das? Nehmen wir alles in Dosen? Wie machen wir es denn? Nee, Flaschen, oder? Wir haben doch Eiswürfel in der Finger, oder? Das sind Eiswürfel, ja. Eiswürfelgläser, dann nehmen wir Flaschen mit. Dann nehmen wir Flaschen. Ja, safe. Okay. Nehmen wir normal. Sin Carfina. Nee, die nehmen wir nicht. Was heißt das? Ah, guck mal, da drüben gibt es ja auch einen groß. Gibt es das in einem Sixer oder sowas? Nee, leider nicht. Dann nehmen wir so die Hülsen. Ey, ich sag, das langt gar nicht ein Wagen, ne? Wird eng. Wir machen auch gar nicht viel Alternativen. Gibt Cola Zero, gibt Wasser. Und dann gibt's auch normale Cola, ne? Und das war's. Das ist viel zu viel, weil wir sind nur am Samstag eigentlich auf der Finca. Ansonsten sind wir immer unterwegs. Ja, aber Sonntag sind wir bis 10 Uhr da, Meister. Entspannt. Ich hab wirklich keine. Wir sind keine Wegwerfgesellschaft. Nein, ich bin da. Wird nichts weggeworfen. Bin ich gespannt. Ja, safe brauchen wir sowas. Der Mann ist da. Der Mann ist da. Wir brauchen sowas. Wirklich? Ja, safe, Digga. Für was denn? Ginger Ale und Lemon, perfekt. Für was? Für Mischgetränke. Auf der Suche nach Limetten. Die haben hier keine Limetten. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's doch gar nicht, dass sie hier keine Limetten haben. Ich brauch ganz dringend Limetten. Aber sie haben keine.
Hier gibt es keine Limetten. In ganz Spanien gibt es keine Limetten. Kiwi, Orangen, aber es gibt keine Limetten. Zitronen, aber keine Limetten. Ja. Alles voll mit Limetten da vorne. Wo waren 12 die? 12 lang aber, oder? Ja, reicht, reicht, reicht. Man braucht immer nur eine halbe. Ja. Eine halbe pro Getränk. Kann man ja auch ein bisschen sparen. Ja. Aber was sagst du zu Bier? Ich glaube, das passt, weil wir sind samstags dort. Heute Abend trinkt man ein bisschen, morgen trinkt man da eigentlich so gut wie, aber wird man auch mal ein bisschen was trinken. Ne? Ja, ich denke, das ist lang. Ja, ich glaube, das ist gut. Unser Ding ist durch. Ja, ich glaube auch, es ist gut. Wir haben, ja, für diesen Wagen. Und diesen Wagen zusammen 250 Euro bezahlt. Wir haben gesagt, wenn wir daheim einkaufen gehen würden, es würde niemals reichen für die Masse an Getränke. Ich denke, wir werden wahrscheinlich noch die Tage noch mal einkaufen gehen müssen für Essen. Ne? Aber ansonsten sind wir ja wirklich nur heute auf der Finca unter uns. Dann morgen am Ballermann, am Samstag wieder auf der Finca. Und am Sonntag ist ja schon Abreise. Von daher denke ich, gut, Getränke wird man einige brauchen. Essen, sage ich mal, ja, ne? Wird okay sein. Die wissen, wo Kohle, wo es Shisha-Kohle gibt. Grillkohle. Grillkohle. Hier rammt ein, Timo, wir zwei gehen Grillkohle auf. Ja, Grillkohle auf. Freunde, wir sind angekommen an der Finca, der Steuersünder. Lasset uns raus in die freie Weltbahn. Wir sind eingesperrt, Timo. Der Mann hat Probleme, aber ganz große Probleme. Knapp mal um 10 vorbei, Alter. Freunde, hier ist das Ding, ne? Schöne Liegen. Schöner Pool. Alter, ist das wunderbar hier, ne? Da sehe ich mich drin später. Und wie schön ist das hier, Freunde? Wie schön ist das da? Ja, scheiße, brauche ich nur noch echt so ein Beachvolleyballnetz, aber die hatten gerade nichts. Ja, kein Problem. Kann ich das reinschmeißen hier? Nee, das ist doch hier, so zum Hierspielen. Was machst du denn? Ja, kann ich da hinwerfen. Was ist das, der Käfig oder was? Hola, please. Sag mal her, was kann das drin? So, Freunde, hier werde ich liegen, werde mich bräunen. Was geht denn hier ab, Jungs? Boah, was geht denn hier ab? Geht klar. Ja, hier schönes Fensterle, ein Keutschel, ein Kühlschrank, eine schöne Küche, Metrofliesen am Start. Björn ist auch da. Björn, was haben wir noch hier? Als du als Reiseleiter, als Reiseguide, wir gehen mal hier hinten rein. Was haben wir hier, Freunde? Hier haben wir so einen kleinen Waschraum. Dann haben wir hier ein Bad. Und Licht am Haus. Der Geruch ist ein bisschen komisch. Dann haben wir hier das erste Zimmer, Dreibettzimmer. Geil. Was, wie geht's denn hier weiter? Gehen wir weiter. Was haben wir noch? Waschraum und Regenpip. Dann gehen wir mal hoch. Ja, wir haben hier hinten noch, geht's auch mal. Ah, hier hinten noch? Ja, zwei Bettzimmer brauchen wir, oder? Hier haben wir auch nochmal. Hier haben wir nochmal ein kleines Bad, Freunde. Wir gucken mal kurz hier rein. Kleines Bad, das ist unser Zimmer, ganz safe. Ist ja aber keine Klima, ne? Ja, aber das können wir nehmen, das ist sehr gut. Ja, das ziehen wir uns ab. Das ist unser Zimmer, Freunde. Hier schlaft ein Simau, hier schlaft ein Timau. Dann haben wir hier Doppelzimmer. Hier schläft ein junges, verliebtes Pärchen. Wo geht's denn weiter, Timau? Was haben wir hier hinten drin? Da war ich denn drin? Was ist denn hier drin? Hier ist abgeschlossen. Voll der Kammer. Da geht's hier hoch. Wir gehen mal hoch. Da gehen wir erstmal. Hier links ist ein Balkon. Balkon ist abgeschlossen, Freunde. Wir gucken. Komm mal auf den Laden. Oh, schöner Balkon, Freunde. Geil. Satzschüssel. Astra. 19 Grad. Ist das schön, Freunde. Das hier ist die freie Natur. Das hier ist die freie Wildbahn. Das ist wo die Tizi Schubechs regieren können. Und weiter geht's. Was haben wir hier drüben? Eine schöne, alte, antike Kommode. Ein Bad hier oben, auch sehr schön. Die gucken wir vielleicht, aber hier Doppelzimmer wollen wir auf gar keinen Fall. Nein. Wir haben unten das Doppelzimmer, da tun wir uns direkt. Und hier ist nochmal eine Ankleide, Freunde. Da, so sieht's aus. Wir nehmen auf jeden Fall das Zweierzimmer, Timon, ne? Safe. Safe, Freunde. Das hier ist das Grundstückchen, ne? Aber der Pool sieht halt wirklich sehr, sehr schön aus. Ich würde sagen, wir räumen mal alles ein, Jungs, und der Plan für heute wird sein, was grillen. Einfach noch ein bisschen am Pool den Abend ausklingen lassen, ne? So auf entspannen. Das ist gut, das könnt ihr auch noch alles erzählen, ja. Ne? Da ist schon wild, dahinter können wir noch eine Sandburg bauen. Das ist auch sehr toll. Grill haben wir hier drüben, aber leider keine Kohle. Habt ihr keine gefunden? Nee, also auf dem ersten Blick jetzt nicht, aber vielleicht auch hier irgendwas von so in der... Kann man ja mal gucken. Geh mal. Toilet, sogar geil. Toilets. Oh, wie schön. Geht fit. Kann man hier wursten schön? Ist auch noch entspannt. Oh, hier kann man toll wursten. Wie gesagt, hier heute Anreisetag. Ich denke, morgen gibt's dann, sind wir das erste Mal dann am Ballermann. Ne? Samstag gibt es dann Fingertag mit Essen. Es wird jetzt jeden Tag so ein kleiner Vlog kommen. Könnt ihr hier auch gerne mal ein Däumchen nach oben da lassen. Timau bereitet hier schon mal alles vor. Ich guck mal, wie kalt es hier drin ist. Auch. Bro, das ist aber kaltes Wasser, ne? Holy shit.
Aber ich sag ganz ehrlich, bei den Temperaturen ist doch gut, ne? Aber das ist schon kalt. Wie tief ist es auch, glaube ich, gar nicht so tief, ne? Nee, ich glaube, so tief ist es auch ehrlicherweise gesagt, Nat. Ist kritisch, Freunde, ist kritisch. Aber heute muss man auch sagen, ist nicht so ein warmer Tag, ne? Nee, heute ist wirklich nicht so warm. Schon 32 Grad. Ja, Bro, aber es fühlt sich nicht so kalt an. So warm an. Aber der Pool sieht sehr, sehr geil aus. Hey, was ist denn das? Das ist eigentlich ein Basketballnetz, aber irgendwie... Ja, geil, blass mal auf das Teil. Warum gehört denn das? So rum, hä? Ja, so rum. Gib mal Gummi. Okay, wir haben noch ein paar Wasserbälle am Start. Du bist Aufpumper Nummer 1. Geil aber. Ja, zeig mal her, was kann das? Sehr geil. Sehr geil. Das ist wahrscheinlich Pooltechnikraum, der ist abgeschlossen. Oh nein, 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 hier kann ich nicht rum. Hier kann ich nicht rum. Ich hab meine Latschen vergessen, ich muss zurück zu den Latschen. Was geht denn hier noch ab? Die Palmen finde ich halt immer so krass, ne? Wahrscheinlich bauen die hier auch noch was. Ja, ja, safe, ne? Wir gucken ja auch, das Geile ist halt wirklich auch, dass wir ein Klo hier draußen haben. Guck mal, der Blick, Digga, ist schon grandios. Ja, kann man nichts sagen. Für ist optimal wirklich. Ich leg mich mal für die Boys and Girls, lege ich mich mal hier hin. Achtung, Jungs, ich leg euch mal hier ab. Was sagt er? Was sagt er, Jungs, oder? Ihr guckt ein bisschen hier, ihr guckt ein bisschen da. Wir haben keinen Nachbarn, das heißt, wir können hier Attacke machen ohne Ende. Ja, und wir haben eine Shisha. Du bist erste Kopfbau. Ja, wir gucken erst mal, ob alles überhaupt... Ich hab mal was, was haben wir zusammen gekauft hier? Wir haben uns halt echt irgendwie nur so eine 0815-Pfeife geholt. Aber für den Urlaub, aber wir haben ja vorhin schon gesehen, hätten wir gar nicht gebraucht. Hier gab's ja alles. Aber die können wir dann mal zusammenbauen, gucken. Bau mal wichtig das Ding ist, ob die Bowl überhaupt noch ganz ist. Aber ich denke schon, oder? Das hat's überlebt. Ich würde es eigentlich auch sagen. Ich würde schon sagen, dass es überlebt hat. Haben uns eine Mini-Pfeife genommen, Jungs, aber ich meine, wir brauchen auch nicht mehr. Es reicht. Richtig. Süßes Ding. Werf den Tiger mal an, oder? Mach den Tiger mal bereit. Wir gucken mal, ob das überhaupt so läuft, das Ding. Danach, ich sag dir, die bleibt eh hier. Ne? Ja, safe. Also wir ihn nochmal mitnehmen. Mit heim. Ah, guck mal, hier ist sogar das, was er noch gesucht hat. Perfekt. Das war's. Genau, dann haben wir hier oben alle Adapter. Sehr schön. Bauen wir mal die zusammen und dann sehen wir uns nochmal. Vlog hier, Ende. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt. Wir haben den ganzen Tag hier noch im Pool verbracht. Ne? Und die Mau, wir grillen jetzt noch. Benji kommt vorbei, Schmitzi kommt vorbei, Darius kommt vorbei. Wir lassen... Ah! Holy shit. Wir lassen den Abend noch ausklingen, Freunde. Gönnt euch diesen Vlog. Machst du noch einen Likör, einen Chip für alle? Mach ich safe. Und bis morgen.